Hallo, heute sind wir wieder am Start. Ihr habt die Kniebeuge, ihr habt das Kreuzheben und heute haben wir zum Thema Anti-Aging-Konzept, welche Übung machen wir am allerbesten, haben wir die Military Press. Das ist eine Übung für die Schultermuskulatur, für den Trizeps, für die Schulter- und Brustmuskulatur ist mit dabei und der gesamte Rumpf muss stabilisieren. Warum? Weil wir über Kopf ausführen. Auch hier ganz klar, wichtig, ihr müsst euch vorher mobilisieren. Die meisten Menschen sind hier oben im Schultergürtelbereich. Sind die verklebt, die sind verkürzt, der Muskelton ist hoch. Manche haben auch schon eine sogenannte Schonhaltung. Das heißt, hier so einen eingefallenen Rücken. Warum? Weil sie zu viel am Rechner sitzen, weil sie zu viel am Handy arbeiten, weil sie zu viel Auto fahren, weil sie in einer nicht artgerechten Haltung sich befinden. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn ich mich hier oben öffne. Da gibt es tolle Stretching-Übungen dafür, da kann man auch hinten im Bereich mit der Faszienrolle arbeiten, kann die Faszien öffnen, kann den Muskel dehnen, den Tonus senken, ja, auch vor dem Training, um danach natürlich die Übung so geschmeidig wie möglich und natürlich auch verletzungsfrei auszuführen. Wenn Muskelfasern verklebt sind, wenn der Muskeltonus zu hoch ist und am Anfang nicht zu schnell anfangen, dann kann es passieren, dass deine Muskelfasern einreißen, anreißen. Das führt einfach zu Mikrotraumen, Verletzungen der Muskulatur. Die brauchen wir nicht, weil die hindern uns nur daran, dass wir regelmäßig trainieren können. So, Military Press oder Frontdrücken stehen über Kopf. Ganz wertvolle Übung. Auch hier, persönlich mache ich da immer, schön erstmal aufwärmen, kreisen nach hinten der Arme, 10 Kreisbewegungen. Und wenn wir das gemacht haben, dann nutze ich persönlich erstmal ein kleines Gewicht, so Kurzhanteln, die nicht sehr schwer sind, und mache erstmal nochmal einen Aufwärmsatz. Achte jetzt schon darauf, dass ich mich konzentriert bewege. Und unter Belastung ausatme, dass ich auch schon die Aufwärmübung kontrolliert ausführe. Vielleicht noch ein paar Seitheben dazu. Dafür sorge ich, dass die Flüssigkeiten in Gelenken, die sogenannte Synovalflüssigkeit, dass die angeregt wird. Das ist jetzt hier das sogenannte lokale Aufwärmen. So bereite ich meinen Muskel vor. Das ist nämlich davor. Habe ich schon erwähnt beim letzten Video, weil ich global aufwärme, global Seilspringen, Fahrradfahren, Hampelmann, 3, 4, 5 Minuten, gibt es ganz viele Sachen. Und danach das spezifische Aufwärmen war jetzt die Schulter direkt. Und jetzt kommt das Military Press. Ich mache es euch andersrum, dass ihr mich von vorne seht. Normalerweise macht man es in die Richtung, habe ich extra so ein Cage dafür. So, wichtig, ihr greift ungefähr mit dem Handgelenk, Mitte Handgelenk, ungefähr auf Schulterbeine. So, nehmt die Stange hier oben auf den Brustanteil, achtet dabei, dass der Ellbogen direkt unter dem Gewicht ist. Nicht die Ellbogen nach hinten drehen, Ellbogen unter das Gewicht, Handgelenk gerade wie möglich, unten einen sauberen Schulterbalken, festen Stand, Mittenboden verankert, Beckenboden anspannen, leichter Kniewinkel und über den Kopf stoßen. Langsam runter, stopp, über den Kopf stoßen. Langsam runter, stopp, über den Kopf stoßen. Langsam runter. Immer wenn ihr nach oben geht, in der Belastungsphase. Und wichtig, Achtung von der Seite, ich zeige es euch. Wichtig, wenn ihr nach oben stoßt, nicht vor den Kopf, sondern über den Kopf, darauf achten, Handgelenke nicht zu stark nach hinten knicken, stabilisieren, Ellbogen unter der Stange und konzentriert ausstoßen. Gut. Auch hier ganz klar, Ladies und Männer, ran ans Gewicht, anfänglich mit kleinen Gewichten arbeiten, mit einer kleinen Stange arbeiten, das ist schon eine Olympiastange, die hat schon 20 Kilo. Es gibt auch kleinere Stangen, die haben 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo, die Wettkampfstange. Und das macht er 2, 3 Wochen nur mit der Stange, bis die Technik perfekt sitzt. Und wenn die Technik perfekt sitzt, dann könnt ihr anfangen, Gewichte aufzubauen.
Gewichte aufzubauen, dass ihr die Belastungsintensität versucht laufend zu erhöhen. Nicht Wochen und Monate lang beim gleichen Gewicht bleiben, sondern versucht die Gewichtsbelastung zu erhöhen. Wenn ihr dafür natürlich auch anfänglich 8, 10 oder 12 Wiederholungen macht, wunderbar. Ihr könnt auch irgendwann mal, wenn ihr merkt, okay, die 10 Wiederholungen gehen mit 20 Kilo locker, dann packe ich rechts und links 2,5 Kilo drauf. Und dann merke ich, oh, ich schaffe nur noch 8 Wiederholungen. Okay, kein Problem. 2, 3 Wochen später schaffe ich damit 12. Nächstes Gewicht drauf. 5 Kilo rechts, 5 Kilo links. Da haben wir schon wieder 20 Kilo Stange. 30 Kilo und zack, nur wieder 8 Stück. 2, 3 Wochen später schaffe ich 12. Wieder das Gewicht erhöhen. Wichtig ist, dass ihr regelmäßig die Intensität erhöht. Intensität kann man erhöhen, indem man das Belastungsgewicht erhöht und indem man zum Beispiel mit einem Gewicht, wo man vorher 8 Wiederholungen gemacht hat, macht man nach einer gewissen Zeit 10 oder 12 Wiederholungen. Auch das ist eine Steigerung der Intensität. Wichtig auch hier wieder, Technik vor Last. Bitte übertreibt es nicht mit der Last, weil eine zu hohe Last führt immer zu, dass die Bewegungsabläufe nicht sauber ausgeführt werden. Freunde, das war die nächste Übung, die dritte Übung. Bald geht es weiter mit der nächsten Übung und da werden wir machen vorgebeugtes Rudern für die Rückenmuskulatur. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Training.